Hallo liebe Grillerfreunde, hier ist wieder eure Griller Queen und ich möchte heute etwas ganz Geiles mit euch grillen. Das sind nämlich Cowboy Bohnen. Ich glaube auch unter Bud Spencer Bohnen bekannt, aber ich nenne sie Cowboy Bohnen. Und wir brauchen dafür, wie der Name schon sagt, hier die Baked Beans und Fridge Pack von Heinz. Ist einfach eine geile Sache, schmeckt, braucht ihr nicht mit den weißen Bohnen erst anfangen. Dann habe ich ein paar Kidneybohnen dazu. Es gibt Zwiebeln. Wir haben ein paar Knoblauchzehen, die gleich noch ordentlich klein geraspelt werden. Pfeffersalz ist klar, ein bisschen Tomatenketchup. Wir brauchen einen Käse, weil wir wollen das gleich alles nämlich in dieses Baguette reinfüllen. Das heißt, das Ganze wird überbacken. Wir machen erst die Baked Beans, das heißt, dazu kommt noch ein bisschen Bauchspeck, habe ich geschnitten, und die Mettenden. Mein Grill habe ich vorbereitet, der Dutch Oven wird eingeheizt und dann geht es jetzt gleich auch los. Mein Dutch Oven ist befüllt mit heißem Öl und da in das heiße Öl kommt jetzt, weil ich muss einmal dahin, ich will ihn nur nicht verbrennen, kommt jetzt mein Bauchspeck und meine Mettenden rein. Wir kriegen jetzt ordentlich Feuer. So. Okay, das ist arschkalt hier draußen, aber es ist einfach ein geiles Feeling, wenn der Grill an ist, der Geruch ist gut. Dann bringt es auch gleich wieder Spaß, dann zittert auch noch nicht so rum, sondern ne, das ist einfach eine geile Sache. Man kann auch im Winter grillen, alles machbar. Gut, also die kriegen jetzt hier kurz ein bisschen Farbe und dann geht's gleich weiter. Gut, mein Bacon und meine Würstchen haben Farbe, guckt mal rein hier. Sehr schön. Jetzt kommen unsere Zwiebeln dazu. Die schwitzen jetzt kurz mit an. So. So, das ist immer ein Fauxpas habe ich dazwischen, aber es wird besser, also muss ich sagen. Gut, die schwitzen wir jetzt kurz mit an und dann geben wir unseren Knoblauch dazu. Macht das nicht zu früh, weil der Knoblauch wird auch gerne mal ein bisschen bitter. Ja, das kriegt jetzt erstmal einen Augenblick Farbe, dann geht es mit dem Knobi weiter. Meine Zwiebeln sind schön glasig, guck mal rein hier. Sieht man jetzt leider nicht so viel bei dem Licht, aber ich mache jetzt meinen mittleren Brenner aus und die anderen beiden habe ich ein bisschen runter reguliert. Dann kommt unser Knoblauch dazu. Guck mal hier. Wird ruhig ein bisschen mehr. Das ist ja, bleibt ja hier in der Familie. So. Keine Vampire. Genau. So sieht das Ganze aus. Das wird jetzt einmal ganz kurz mit angeschwitzt. Echt nur ratzfatz. Dann kommen auch schon unsere Bohnen dazu. Unsere Kidneybohnen. Und die Kidneybohnen, also nur, ich meine, ihr wisst das eigentlich, aber immer schön waschen. Ich hatte das wirklich mal gehabt, das ist schon sehr, sehr lange her. Da habe ich die Kidneybohnen abtropfen lassen im Netz und habe da drin ein riesen Tier gehabt. Also das ist echt so semi-gut gewesen. Aber ich habe damals, Bon Noël war das, glaube ich, habe ich sogar eine Entschädigung bekommen. Weil, ich meine, denen darf das ja auch nicht passieren. Deswegen, egal ob Mais oder Kidneybohnen, immer schön durchwaschen, abwaschen, ne, damit da nichts passiert. So, gesabbel, gesabbel. Jetzt kommen die Kidneybohnen hier rein. Die werden hier einmal kurz mit durchgerührt. Und dann kommt auch schon unsere fertige Mischung. Ich finde allein schon, also wenn ich an diesem Regal vorbeigehe, ich finde diese Dose so toll. Deswegen kaufe ich die immer sehr gerne. Die sieht einfach, liebe Baked Beans. Ja, die sieht einfach cool aus und da kann ja auch nur Cooles drin sein. Man kann Baked Beans auch selber machen. Dann nehmt ihr einfach die weißen Bohnen, dann Tomatenmark, Gewürze, so. Aber diese Mischung ist einfach, das hat sich mal irgendwer überlegt, ne? So, ich krieg sie noch nicht auf. Egal. Wir haben ja ein Messer. Ein großes. Gut. Und Rinder in unseren Topf. Mmh, lecker. In England jetzt zum Frühstück wird das gegessen, ne? Also das ist ja, die Baked Beans sind ja so ein Frühstücksgericht. Und ich finde, man kann aber so viele tolle Sachen damit machen. Jetzt rühren wir das Ganze ein bisschen um, dass das so eine schöne Masse wird. Mmh, geil. Kann man sich jetzt schon ein bisschen vorstellen. So. Jetzt kommt nochmal unser Ketchup dazu. Ruhig so, ich sag mal so zwei, drei ordentliche Drücker. Dann sind wir happy. Gewürze kommen ganz zum Schluss. Jetzt kommt erstmal der Deckel für 10 bis 15 Minuten rauf und wir lassen das Ganze einen Augenblick zusammenköcheln. Also eine Viertelstunde haben wir jetzt gewartet und guckt mal hier rein. Das sieht geil aus, ne? Es riecht auch schon richtig lecker. Das Ganze werden wir jetzt noch mal ein bisschen abschmecken
mit Pfeffer und Salz. Und ich habe jetzt zwischendurch schon mal probiert, aber ich mache es jetzt hier nochmal, um einmal genau zu wissen, wie das Ganze schmeckt. Irgendwer hat sich aufgeregt, dass ich immer mit vollem Mund rede. Aber was soll ich denn machen? Also wenn ich jetzt probiere mit euch zusammen, kann ich ja keine halbe Stunde warten, bis ich fertig gekaut habe. Also müsst ihr damit klarkommen. Ist wie es ist. Ich freue mich schon drauf. Super lecker. Jetzt kommt Pfeffer drüber. Das fehlt absolut. Da kann ruhig ordentlich was drüber. So. Ein bisschen Schärfe da rein. Also ein bisschen Würze da rein. Schärfe kann man auch reinbringen, wenn man möchte. Aber wir essen das jetzt heute mal so, weil wir es auch gerne so mögen. So. Pfeffer. Ordentlich ein Schubser Salz. Gut. Dann wird das Ganze nochmal umgerührt. Und dann können wir das auch schon an die Seite stellen, weil wir müssen jetzt einmal kurz umrüsten. Das heißt, ich muss mein Grillrost wieder reinlegen und befülle dann drüben das Brot. Und dann kommt mein Brot nochmal in den indirekten Bereich auf meinen Grill und wird mit Käse überbacken. Aber das zeige ich euch sofort. Jetzt wird das Brot befüllt. Wie gesagt, ich habe ein ganz normales Ciabatta genommen und habe das von oben eingeschnitten. Viele schneiden das ja im Ganzen auf, aber da bricht es ganz oft auseinander. Deswegen schneide ich das einfach immer so keilförmig ein und hole dann das Innenleben raus, sodass wir einfach eine schöne, ja, ein Boot eben haben. In unser schönes Boot kommt jetzt unsere Masse, unsere Cowboy-Bohnen. Sieht jetzt schon gut aus, oder? Kann man sich einfach jetzt schon vorstellen, wie das Ganze nachher zusammen schmecken könnte. So. Gut, ich befülle mal kurz weiter und dann werde ich den Käse draufpacken und dann nehme ich euch wieder mit dazu. Bis gleich. Ich habe jetzt den ganz einfachen Gouda genommen. Da könnt ihr den Käse eurer Wahl nehmen, das ist völlig egal. Ich habe mein Kind mal zwischendurch hochgeschickt und habe gesagt, hol mal schnell noch ein bisschen Käse. Ich hatte nicht mehr genug da. Was eigentlich eine Schande ist. Eigentlich muss man immer genug Käse zu Hause haben. Weil alles schmeckt besser mit Käse. Genau. Also, unseren Grill haben wir jetzt ein bisschen runterreguliert zwischendurch. Und wir haben jetzt nur noch den ganz linken Brenner an. Der mittlere und der rechte sind aus. Und jetzt wandert unser Boot nochmal für circa 10 Minuten auf unseren Grill. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir jetzt gleich, wenn die Kamera aus ist. Es hat doch etwas länger gedauert. Es waren jetzt so circa 20 Minuten. Wir gucken mal da rein. So, ich finde das sieht super aus. Ich habe ja keinen Heckbrenner, deswegen kriege ich jetzt auch keine Farbe darauf. Aber es ist mir völlig egal. Der Käse ist zerschmolzen. Ich habe Hunger, meine Familie auch. Also wandert jetzt unser Brot hoffentlich unfallfrei auf unser Brett. Und wir lassen es jetzt ganz kurz abkühlen und dann werden wir zusammen probieren. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe nämlich total Hunger. Also es ist ein bisschen abgekühlt, ich habe es angeschnitten. Guck mal, läuft auch gar nichts raus, es ist gar kein Schweinkram. Und jetzt werde ich mir einfach mal ein kleines Stück hier abschneiden, dass wir einmal zusammen probieren können. So. Sehr schön. Oh, geil, der Käse. Guck mal kaum hier. Kaum Verbrennungsgefahr. Ja, kaum Verbrennungsgefahr. Aber guck mal hier, der Käse. Lecker. So. Mach das bloß nicht nach. Bloß nicht nachmachen. Schmeckt gar nicht. Nein. Ist der Hammer. Also ich weiß hundertprozentig, das Ding, wenn das gleich meine Familie ist, das wird hier mit auf den Alltagszettel raufgenommen. Das muss ich bestimmt ein, zweimal im Monat machen. Gott, ist das geil. Wir haben sonst auch immer nur aus dem Topf gegessen, und aber nicht ins Brot gefüllt. Ich finde, das ist der Hammer. Mega lecker. Ja, also macht es nach. Und wenn euch das gefallen hat und wenn ihr es nachgemacht habt, dann lasst mir doch einfach mal einen Kommentar da, wie es euch geschmeckt hat. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Und wenn euch das richtig gut gefallen hat, lasst mir doch einfach ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen. Und ich verabschiede mich jetzt und werde jetzt meine Familie das Ganze hier kredenzen. Und ja, freue mich aufs nächste Mal. Küsschen. Tschüss.